Fragen wir uns, sollte Nordseewasser hier besser sein als vor anderen Inseln? Noch ein Punkt macht uns stutzig. In jedem Meersalz findet sich Mikroplastik, weil Plastik halt oft im Meer endet. Pape aber behauptet, in seinem Sylter Meersalz gäbe es keins. Wir haben jährlich die Analysen und bei uns zeigt sich eben, dass wir nichts drin haben. Wir wissen in etwa warum und werden damit auch mal demnächst auf die große Bühne treten. Und wir machen mikrobiologische Analysen, aber vor allem die Analyse auf der Suche nach Mikroplastik. Und bei uns wird Gips und Kalk nachgewiesen. Das ist ein Bestandteil des Meeres. Also von daher sind wir sehr fein aufgestellt und sind auch sehr stolz darauf. Ein Meersalz ganz ohne Mikroplastik? Das wollen wir überprüfen lassen. Um einen Vergleich zu haben, schicken wir 5 Salze an die Universität Bayreuth, die einen Sonderforschungsbereich für Mikroplastik unterhält. Jedes der Salze wird aufgelöst und nacheinander durch einen kleinen runden Filter geträufelt. Alle Partikel, die auf dem hängen bleiben, wertet die Wissenschaftlerin aus. Untersucht werden ein günstiges Siedesalz, unser Steinsalz aus dem Bergwerk, das Fleur de Sel aus der Camargue sowie 2 weitere Meersalze, darunter das aus Sylt. Martin Löder hat selbst jahrelang an der Nordsee gelebt, wo er für seine Doktorarbeit forschte. Hi Eva. Löder leitet die Untersuchung. Seine Studien zum Thema Mikroplastik genießen weltweit hohe Beachtung. Von ihm wollen wir wissen, was hat die Analyse unserer Stichproben ergeben? Das sind jetzt hier die Ergebnisse von den 5 unterschiedlichen Salzproben. Und da zeigt sich, im Siedesalz sehen wir am wenigsten, gefolgt vom Steinsalz. Und dann die beiden Meersalzproben sind relativ vergleichbar. Was man bei Meersalz dazu sagen kann, ist einfach, okay, es gibt Mikroplastik im Meerwasser. Wenn ich Meersalz nutze, um das Salz daraus zu gewinnen, dann ist es logisch, dass auch da Mikroplastik drin sein muss. Was sagen die Franzosen dazu, dass sich im Fleur de Sel 24 mal so viele Partikel Mikroplastik finden wie im Steinsalz? Es ist tatsächlich der Fall, dass es in fast allen Lebensmitteln Mikroplastik gibt, so wie auch in Meersalz es vorkommen kann. Es ist natürlich ein Thema, es ist präsent überall. Oft kommt es tatsächlich auch durch den Produktionsprozess an sich, dass, oder durch die Verpackung, dass Mikroplastik in Lebensmittel gelangt. Aber wenn man über den Konsum an Mikroplastik besorgt ist, denke ich, ist jetzt wirklich nicht das Salz das Produkt, wo man am meisten zu sich nimmt. Wir sind tagtäglich mit Mikroplastik konfrontiert. Ob uns als Menschen das beeinträchtigt, das können wir derzeit einfach nicht sagen. Da ist einfach noch ganz viel Forschung notwendig. Wir können aber auch nicht Entwarnung geben und sagen, es gibt keine Effekte. Bei einer unserer Proben aber lagen die Zahlen beim Mikroplastik enorm hoch. Beim Sylter Meersalz. Eine Probe, die liegt viel, viel höher als die anderen. Das ist auch Meersalz. Allerdings dominiert da ein einzelnes Polymer, Polypropylen in dem Fall. Und dadurch, dass das so dominant ist, wird es wahrscheinlich im Produktionsprozess in das Salz gekommen sein. Weil normalerweise würde ich ähnliche Werte wie bei den anderen 2 Meersalzen erwarten und auch eine sehr, sehr heterogene Mikroplastikzusammensetzung, unterschiedliche Plastiksorten, weil einfach im Meer alles Mögliche an unserem Müll landet. Und hier ist es aber halt eine einzige dominante Sorte Polypropylen. Wir finden auch noch andere, aber die sind natürlich viel, viel weniger als diese. Offizielle Grenzwerte für Mikroplastik gibt es bislang nicht. Aber 9 Millionen Partikel pro Kilogramm, das sind mehr als 500 mal so viele wie bei den anderen beiden Meersalzen. Was sagt der Hersteller auf Sylt dazu? Der ist erstaunt und schickt uns das Gutachten eines privaten Institutes. Das soll angeblich beweisen, dass sich im Sylter Meersalz kein Mikroplastik nachweisen lasse. Wir legen das Gutachten dem Wissenschaftler in Bayreuth vor.
man hat, und das finde ich etwas schwierig für eine Beurteilung, ob Mikroplastik vorhanden ist oder nicht, nur zwei Partikel, das sieht man hier relativ schön, von der kompletten Probe gemessen. Da sind viele, viele Partikel vorhanden, man sieht es hier auf dem Bild, und davon wurden nur zwei gemessen. Das ist natürlich keine repräsentative Menge. Entkräftet dieses Gutachten jetzt Ihr Gutachten? Nein, auf keinen Fall. Das ist kein Verfahren, was sich in irgendeiner Art durchgesetzt hat in der Mikroplastikanalytik. Noch einmal konfrontieren wir Alexandro Pape, bei dem wir auf Sylt gedreht haben, mit der Kritik des Bayreuther Wissenschaftlers. Daraufhin schickt er uns eine schriftliche Stellungnahme. Er arbeite, so schreibt er, mit dem Veterinäramt zusammen, sowie mit akkreditierten privaten Laboren und Instituten. Doch Pape räumt ein. Möglich ist jedoch, dass die Analysen in diesem Testabschnitt nicht engmaschig genug durchgeführt wurden. Und weiter? Unsere Salzgewinnungsanlage ist seit 11 Wochen ausgeschaltet, da wir bereits mit der Gestaltung einer neuen Salinentechnik begonnen haben. Was bleibt von den Ergebnissen im Labor? Das teure Produkt muss keinesfalls das bessere sein. Das gilt auch beim Speisesalz. Am Ende ist es immer gut zu wissen, woher das jeweilige Produkt kommt und wie es gewonnen wird. »500 Meter unter Bernburg schließt ein junger Bergmann die letzte Bohrung des Tages ab, so wie Generationen von Bergleuten vor ihm. Für alle, denen es reicht, ein reines und günstiges Speisesalz auf dem Tisch zu haben.« Für alle, die mehr von ihrem Salz erwarten, gibt es mittlerweile ein breites Angebot von teuren Produkten und schönen Bildern aus der ganzen Welt. Wir leben natürlich in einer Zeit, gerade in Deutschland, wo sehr, sehr viele Menschen genug Geld haben, wo man sich überlegt, wie kann man sich abgrenzen von anderen. Und dazu gehört zum Beispiel auch ein teures Salz dazu, was man aus Imagegründen dann verwendet. Am Ende bleibt es Ihre Entscheidung, welches Salz für Sie persönlich das Beste ist. Genügend Auswahl gibt es ja.